Versionsfilter. Auch der ist entsprechend da. Das heißt, Sie könnten auch sagen, alles das, was mich interessiert, bitte jetzt Achtung für die Version 21. 22er Videos werden jetzt sicherlich in Kürze freigeschaltet. Wir nehmen gerade eins davon auf. Und jetzt habe ich eben hier die Konstellation, dass ich gesagt habe, nur 21er Videos und meinetwegen eben nur die Kombination. Und jetzt könnte ich das mit Planungsbestandteilen kombinieren. Balkone. Und das, was mich eben interessiert, ist das Thema Balkone über dem Haus. Und dann haben wir die entsprechenden Themen, die zu diesem Bereich führen, automatisch mit dabei. Und dann sehen wir wieder die einzelnen Themenvorschläge. Und was Sie immer machen könnten, ist, Sie könnten auf das i klicken. Dort sehen Sie jeweils einen kurzen Infotext, was in dem Video drin ist. Dann haben Sie rechts daneben den Merkzettel. Und Sie hätten halt die Möglichkeit, wenn Sie hier draufklicken, ganz einfach sich selber ein Konto auf unserer Wissensdatenbank anzulegen. Das ist extrem flach gehalten. Sie brauchen bloß eine E-Mail-Adresse und ein Passwort, müssen das Ganze bestätigen. Und dann könnten Sie sich hier ganz einfach eine eigene Merkliste aufbauen, wenn Sie sagen, Mensch, Sie sind mal über ein Video gestolpert, haben aber jetzt im Moment die Zeit nicht gehabt, sich das im Detail anzugucken, legen das eben auf den Merkzettel, ganz klassisch, wie Sie es aus Shop-Systemen kennen, und wären dort in der Lage, darüber entsprechend wieder zu arbeiten. Wie gesagt, Fari 2000 Logo einmal angeklickt. Sie sind auf der Main-Seite des FAQs, SWP Logo, das auch gezeigt, einmal angeklickt. Sie sind auf unserer Major-Seite im Netz. Alle diese Varianten können natürlich miteinander kombiniert werden. Zusätzlich dazu haben wir halt das Thema Glossar, das heißt also die Verschlagwortung, die nochmal zusätzlich ist. Auch hier wäre es eben so, Sie sehen, hinter welchen Buchstaben welche Schlagwörter liegen. Sie können oben einfach auf den Buchstaben klicken und dann sehen Sie, okay, es gäbe halt hier entsprechend Videos zum Thema Papierformate, und dann sehen Sie, alles klar, na, das sind halt vier Wissensgeschichten von großformatigen Ausdruck bis zum Lageplan und zu Grundeinstellungen, die eben hier zu Papierformaten führen. Und wenn der eine oder andere dann bei P über Sachen stolpert, wo er sagt, das kenne ich gar nicht, das habe ich noch gar nicht gehört, wie zum Beispiel Planabbild, dann wären wir vielleicht auch an einem Punkt, wo Ihnen diese Glossarsteuerung Zugang zu Wissen vermittelt, nachdem Sie nicht suchen würden. Deswegen also ein ganz, ganz anderer Weg, neben dem Einstieg über Planungsbestandteile oder dem, dass Sie halt einfach hier zum Beispiel etwas wie Wandberechnung eingeben, um dann zu schauen, ne, was wird Ihnen dort angezeigt. Sie sehen 21 Videos, es werden Ihnen verwandte Suchbegriffe angezeigt. Das wird auch immer und immer mehr werden. Das heißt, hier hängen dann kleine KI-Komponenten dahinter, die eben Ihnen zukünftig, wenn Sie das Ganze schon ein bisschen genutzt haben, auch sagen, ne, Anwender, die sich das Video angeguckt haben, haben sich auch für das Video interessiert. Da wird also noch ganz, ganz viel weiteres entsprechend passieren. Und wenn ich zum Beispiel halt sage, Hanglage, ne, einfach mal als einer dieser Schlagwörter, na, dann sehe ich halt 31 Videos, wo es in irgendeiner Art und Weise um Hanglagen geht. Und dann sehen wir, da sind auch Veranstaltungsvideos dabei, die halt heißen Planprüfung, EFH-Hanglage mit Giebelteil offen, na, oder halt dann Hanglage mit Wegen und Terrassenplanen und so weiter und so fort. Es gibt noch einen weiteren Zugang, der hier hinterlegt ist. Zum einen ist es so, viele dieser Wissensthemen sind aus der Kalkulation, und zwar aus den Dialogen, wo die Kalkulationseinrichtung angesiedelt ist, auch verknüpft. Da sind nochmal hunderte von Videos über Direktaufrufe hinterlegt. Das könnten Sie sich entsprechend nochmal in einem separaten Video anschauen. Und für diejenigen, die sich mit Fragen gerne der Lösung derselben nähern, gibt es eben hier auch einen Fragenkatalog. Das ist eine Steuerung, bei der Sie in der Lage sind, sich interaktiv Fragen zusammenzuklicken. Das heißt, wir haben im Moment, wenn Sie das Video angucken, sicherlich schon mehr als das, was jetzt hier abgebildet ist. Im Moment haben wir auf der ersten Ebene Fragen stehen, die halt losgehen mit, wie plane ich? Und wenn ich darauf klicke, dann kommt halt in der zweiten Ebene im Bereich Wände, Decken, Dach, Bauteile, Symbole, Fassade, Räume, Grundstücke und so weiter und so fort. Überall dort, wo Sie Punkte dahinter haben, geht es dann weiter. Das heißt, ich könnte sagen, wie plane ich im Bereich Bauteile? Dann kommt das nächste, ne? Fenster, Terrassentüren und so weiter und so fort. Sie sehen unten, Fragestellen ist noch nicht anwählbar. Ne? Das heißt, ich könnte jetzt sagen, wie plane ich im Bereich Bauteile, Fenster und Terrassentüren? Und dann sehe ich zum einen, ich könnte jetzt noch weiter in die Tiefe gehen und könnte sagen, französische Balkone, aber das Thema Fragestellen selber ist auch schon aktiv. Das heißt, wenn ich jetzt auf Fragestellen gehen würde, dann kriege ich entsprechend
entsprechende Antworten, die sich schon mal zum Thema Fenster- und Terrassentürplanung beschäftigen. Und dort haben wir halt neben Fenster- und Terrassentürplanungen verschiedene Varianten, Lichtbänder in Pultdächern und so weiter und so fort. Und ich könnte genauso sagen, nein, eigentlich geht mir es um die französischen Balkone. Und wenn ich dort weitergehe, ne, dann komme ich eben auf das Thema französische Balkone. Und so sind sie halt in jedem dieser Bereiche hier in der Lage, sich eben diese Fragen zusammenzuklicken. Wenn Sie fragen, wie kalkuliere ich im Bereich Wände, die Außenwände, Wandoberkanten, ne? Im Branchenmodell Holzbau, Massivbau, wie kalkuliere ich im Bereich Haustechnik, die Heizung oder eben wie funktioniert in der Planung die Grundeinstellung, die Kurztasten, in der Kalkulation die Bauleistungsbeschreibung oder die Preisbildung. Grundsätzlich mit Zeit und Lohn, mit Materialstücklisten und so weiter und so fort. Oder wie funktioniert das Branchenmodell Massivbau? Und dann haben Sie hier Zugriff eben auf diese Videoserie, die Ihnen erklärt, wie tickt das Branchenmodell Massivbau. Hier hätten Sie Zugriff auf Holzbau. Und wenn Sie sagen, wie funktioniert das Zusammenspiel von Plan und Kass, kriegen Sie hier die Antwort. Oder wenn Sie sagen oder wissen wollen, wie die Kalkulationseinrichtung funktioniert, haben Sie ebenfalls hier die Antworten darauf. Und wenn es um Übung gehen würde, könnten Sie sagen, wie übe ich das Planen von mediterranen Dachlandschaften, ne? Und dann hätten Sie entsprechend hier die entsprechenden Videos dazu. Und wenn Ihre Frage ist, welches Seminar für Planung, ne, sollte ich denn überhaupt besuchen, dann würden Sie hier das Ganze finden. Das heißt also, ein interaktiver Fragekatalog, an dem wir gemeinsam mit Ihnen, so Sie wollen, Feedback ist ganz wichtig, weiterarbeiten und wo Sie jetzt momentan Stand Mitte Januar schon 600-700 verschiedene Fragekonstellationen zusammengeklickt, klickbar zur Verfügung gestellt bekommen, eben als ein weiterer Einstieg, um zu sagen, wie komme ich möglichst schnell an das Wissen ran, was Sie benötigen und was ganz wichtig ist. Das, was wir halt hier mit unserer FAQ-Wissensdatenbank gemacht haben, wir haben halt das, was zusammengehört, Planung, Kalkulation, 90% von Ihnen kalkulieren mit VI. Warum? Weil Sie planen. Also 100% planen, das heißt also 100% von Ihnen machen zu 90% die Kalkulation. Auch wenn Sie es vielleicht momentan liegen lassen und nicht weitermachen, aber genau diese Informationen, ne, wie hängt das zusammen, was kommt woraus, was könnte ich dort noch nutzen, das ist etwas, was wir Ihnen eben hier als Wissensschatz zur Verfügung stellen wollten. Und wie gesagt, das, was die Idee ist, ist, dass eben das Thema, das habe ich nicht gewusst, der Vergangenheit angehört. Vielleicht, ich habe es nicht gefunden, dann helfen wir Ihnen gerne dabei. Wenn es wirklich auf nicht gewusst hinausläuft, dürfen wir damit natürlich aufnehmen, was wir für Sie noch ergänzen dürfen, dürfen Sie dort an die Hand nehmen. Und je intensiver Sie das Ganze nutzen, je mehr Sie uns Feedback geben, umso umfangreicher, umso besser, leichter und schneller zu finden, wird dieser Wissensschatz für jeden VI-Anwender. Wie gesagt, über 200 Stunden, über 1800 Videos. Ich weiß nicht, wie viele DIN A4 Seiten Text, die beschrieben sind, wie viele Zehntausende Verknüpfungen, die dort dahinter liegen. Jeder von Ihnen kann sich vorstellen, das ist richtig, richtig, richtig viel Arbeit, welches alle Kollegen, die hier mitgemacht haben, vielen Dank nochmal an alle hier reingesteckt haben. Und unser ganzer Beweggrund war, Ihnen etwas an die Hand zu geben, wo Sie in der Lage sind, autark und unabhängig an das ranzukommen, was Sie wissen, um möglichst kompetent und vollumfänglich in unserer VI-Welt professionell unterwegs sein zu können. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie es intensiv nutzen. Viel Spaß damit.